Ich möchte Sie und euch sehr herzlich willkommen heißen zum letzten Vortrag des Big Tech Days, der in seiner 13. Ausgabe diesmal remote und virtuell stattfindet. Der Titel des Vortrags ist Wie Zahlen Farben schaffen. Er wird von Professor Dr. Rudolf Taschner, geboren 1953 in Ternitz nahe bei Wien, gehalten. Er war von 1977 bis 2018 Professor an der TU Wien. Er gründete zusammen mit seiner Frau und Kollegen der TU Wien Mars.Space, einen zwischen 2002 und 2017 betriebenen Veranstaltungsort im Wiener Museumsquartier, der Mathematik als kulturelle Errungenschaft präsentierte. 2004 wurde Rudolf Taschner zum Wissenschaftler des Jahres gewählt. Seit 2017 ist er für den Club der Österreichischen Volkspartei Sprecher für Bildung und Wissenschaft. Wir freuen uns sehr auf den Vortrag. Fragen können über Question and Answer sowie hier in Zoom sowie über Slack gestellt werden. Ich werde sie sammeln und am Ende dann entsprechend bei Herrn Professor Taschner vortragen und freue mich jetzt auf seinen spannenden Vortrag. Herr Taschner, die Bühne ist Ihres. Danke vielmals, Herr Schum, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich außerordentlich, bei Ihnen sprechen zu dürfen. Am 8. Mai 2020 steht auf dieser Folie drauf. Wo steht nicht drauf? Es hätte in München sein sollen, aber jetzt ist es über die ganze Welt verstreut und das ist doch viel interessanter geworden. Der Vortrag hat den Titel Wie Zahlen Farben schaffen. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, eigentlich die Geschichte, wie die Quantentheorie entstanden ist. Das ist jene Theorie der Materie, auf die alle moderne Physik basiert und auf die auch die gesamte neue Technologie basiert. All das, was Sie an Hardware verwenden, das gründet eigentlich auf Quantentheorie. Also es ist etwas, was die moderne Technologie in Gang gesetzt hat. Manche Leute meinen, die Quantentheorie ist entstanden durch Max Plancks Entdeckung des Planckschen Wirkungsquantums 1900 herum. Das ist nicht ganz falsch. Andere wieder glauben, die Quantentheorie ist entstanden durch die Entdeckung von Albert Einstein über den sogenannten photoelektrischen Effekt. Auch das ist nicht ganz falsch, das war 1905. Aber meine Geschichte, die beginnt im Jahre 1885, als ich habe die These, dass 1885 die Quantentheorie entstanden ist. Einfach aufgrund einer ganz eigenartigen Rechnung, die ich Ihnen jetzt vorführen werde. Vielleicht haben Sie es schon gehört, Richard Feynman hat gesagt, die Quantentheorie, das versteht eigentlich niemand. Jemand, der glaubt, der hat Quantentheorie verstanden, habe sie nicht verstanden. Es ist eine ganz geheimnisvolle Theorie. Und nun stellt sich die Frage, wie kommt man dazu, eine Theorie schaffen zu können, die man gar nicht versteht? Und die Antwort lautet, das gelingt durch Mathematik. Das gelingt durch Mathematik und das möchte ich Ihnen hier in dieser Geschichte zeigen. Es handelt von Zahlen, es handelt von Farben, es handelt eigentlich vom Licht. Die Natur des Lichts, das ist eigentlich der Beginn dessen, was ich Ihnen erzählen möchte. Die Natur des Lichts wurde zuerst untersucht und tiefsinnig erforscht von dem großen Gelehrten Isaac Newton. Isaac Newton, als er von Barrow in Cambridge eingeladen wurde, seinen Lehrstuhl zu übernehmen, hat er sich am Anfang mit Optik beschäftigt. Als ehrgeiziger Mensch hat er versucht, das größte Linsenfernrohr zu schaffen, das es bis jetzt gibt. Er war als Glasschleifer sehr begabt, er war ein großer Experimentator und hat ein riesiges Fernrohr konstruieren wollen mit großen Linsen. Und er hat aber festgestellt, dass bei diesen Linsen, wie er sie geschliffen hat und dann die Sterne zu beobachten versuchte, dass die Sterne komischerweise nicht mehr als leuchtende Punkte erscheinen, sondern fleckig werden und diese Flecken gewisse Farben zeigen. Ja, er hat dann festgestellt, wenn Licht gleichsam durch ein Prisma hindurchfällt, das Prisma ist ja die obere Spitze einer Linse, dass das Licht plötzlich in die Farben zerfällt. Also weißes Licht, so stellte Newton fest, zerfällt in verschiedensten Spektralfarben, rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, ein dunkles Blau und Violett, ein schönes, kontinuierliches Spektrum. Und wie ist das Licht eigentlich aufgebaut? Da hatte Newton die Idee, dass das Licht besteht aus Teilchen. Es gibt also Lichtteilchen, die durch das Universum hindurchfliegen, von der Sonne bis zu unserem Augapfel. Das sind Lichtteilchen. Heute nennt man sie Photonen. Diese Idee hatte Newton schon gehabt, aber es hat sich herausgestellt im 19. Jahrhundert, diese Idee ist zwar sehr interessant, aber nicht ganz richtig. Ein anderer Zeitgenosse von Newton, ein anderer Gelehrter, Christian Huygens, hat eine andere Idee des Lichtes gehabt. Er hat gemeint, Licht, das besteht nicht aus Teilchen, sondern Licht, das ist eine Wellenerscheinung. So ähnlich wie der Schall.
Beim Schall ist es ja so, dass es keine Schallteilchen gibt. Also wenn ich zu Ihnen spreche, also jetzt eigentlich in den Computer hineinspreche, dann kann der Computer vielleicht von Teilchen bestreut werden, aber das sind dann vielleicht nur Viren, die von meinem Tröpfchen kommen, aber es sind keine Schallteilchen, die herauskommen. Der Schall, das ist eigentlich nichts anderes, als dass die Luft verschiedene Luftdruckarten, also es gibt der Luftdruck ändert sich von Ort zu Ort, das sind also dann Luftdruckschwankungen. Der Schall ist eigentlich eine Wellenerscheinung, wo der Luftdruck sich dauernd ändert. Wenn Sie eine Glocke innerhalb einer Glaskugel hineinstecken und in dieser Glaskugel die Luft dann mit einer Vakuumpumpe herausholen, dann werden Sie merken, die Glocke, Sie sehen, sie läutet noch immer, der Glockenschlägel schlägt immer noch auf das Metall, aber wenn keine Luft mehr da ist, plötzlich hören Sie nicht mehr die Glocke erklingen, weil die Luft nicht da ist, die den Schall überträgt. Komischerweise bleibt aber die Glocke noch sichtbar. Also das Licht, von dem Huygens angenommen hat, es ist auch eine Wellenerscheinung, hat jedenfalls nicht die Luft als Medium, sondern es hat ein anderes Medium, Äther, den man nicht mit Vakuumpumpen herauspressen kann. Also es gibt so einen Äther, der das gesamte Universum erfüllt, und das Licht wäre nichts anderes als eine Abfolge von hohen und tiefen Lichtwellen, gleichsam die sich in kreisförmigen Weise ausbreiten. Also wenn Sie so wollen, da haben Sie rotes Licht, das helle sind die sozusagen die Verdickung des Äthers, das schwarze ist die Verdünnung des Äthers, und so breitet sich rotes Licht aus, während beim gelben Licht, da sind die Verdickungen und Verdünnungen näher beieinander gelegen. Man sagt, die Lichtwellen sind etwas kürzer, und beim grünen Licht sind sie noch kürzer, und beim blauen Licht sind sie noch kürzer, und beim violetten Licht sind sie noch kürzer. Also Licht wäre nichts anderes als eine Wellenerscheinung. Also wenn Sie so wollen, symbolisch dargestellt, hier haben Sie die rote Lichtwelle mit einer langen Wellenlänge und eine blaue Lichtwelle mit einer kurzen Wellenlänge. Die Wellenlänge des Lichtes, und die konnten die Physiker des 19. Jahrhunderts relativ gut messen. Mit sehr geschickten Experimenten, die sie angestellt hatten, hatten sie festgestellt, Licht ist tatsächlich eine Wellenerscheinung, und man kann messen, wie lang diese Wellenlänge, also der Weg von einem Wellenberg bis zum anderen Wellenberg ist. Oder man maß es auch anders, man maß die sogenannte Wellenzahl. Das ist Folgendes: Sie nehmen die Strecke von einem Meter und stellen fest, wie viele Wellenberge passen in diesen einen Meter hinein. Wie viele Wellenberge passen da hinein? Das nennt man die Wellenzahl des Lichts. Also die Wellenzahl ist die Anzahl der Wellen pro Meter. Und bei einem roten Licht ist die Wellenzahl, natürlich hier wäre sie sogar sehr, sehr klein, aber sie ist beim roten Licht tatsächlich relativ klein, kleiner jedenfalls als beim blauen Licht, wo die Wellenzahl viel größer ist, weil einfach der Weg von einem Wellenberg bis zum nächsten viel kürzer ist. Also da passen mehr Wellen hinein in einen Meter. Also wie viele Wellen passen in einen Meter hinein? Das ist die Wellenzahl. Und diese Wellenzahlen des Lichtes, wie gesagt, wurden im 19. Jahrhundert sehr genau vermessen. Und ich schreibe Ihnen jetzt hier Wellenzahlen auf. Das ist die Wellenzahlen, das heißt des Wasserstoffatoms. Ich werde Ihnen dann gleich erklären, was ich darunter verstehe. Also das sind typische Wellenzahlen von einem roten Licht mit 1.523.310 als Wellenzahl. Und dann haben Sie ein türkises Licht mit 2.056.410 als Wellenzahl. Also 2.056.410 Wellenberge passen in einen Meter beim türkisen Licht. Und bei diesem blauen Licht sind es 2.303.240 Wellen, die in einen Meter hineinpassen. Beim Indigo-Licht, einem dunklen Blau, sind es 2.437.290. Und bei einem Violettlicht 2.518.130. Und diese Zahlen, die werden uns im Folgenden interessieren. Jetzt muss ich Ihnen noch erklären, was heißt das, die Wellenzahlen des Wasserstoffatoms? Was hat denn das damit zu tun? Nun, ich kehre wieder zurück zum Licht, wie es von einem typischen strahlenden schwarzen Körper ausgesendet wird. Das ist noch die wunderbare Glühlampe, die uns die EU jetzt verboten hat, aber die tatsächlich wunderbar strahlt durch elektrische Energie angeregt, wird sie erhitzt, und das ist der sogenannte strahlend schwarze Körper. Und wenn Sie diesen strahlend schwarzen Körper mit einem Prisma das Licht zerlegen, dann sehen Sie dann diese wunderbare Abfolge der
Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett, also das kontinuierliche Spektrum. Das ist das schöne Licht des strahlenden schwarzen Körpers. Je dichter und kompakter ein Körper ist, umso kontinuierlicher ist dieses Spektrum. Und so ähnlich ist es auch bei der Sonne. Auch wenn Sie das Sonnenlicht durch ein Prisma hindurchführen, dann werden Sie sehen, erhalten Sie dieses kontinuierliche Spektrum. Aber wenn man dieses kontinuierliche Spektrum wirklich genau beobachtet, hat man erkannt, dass eigenartige, feine, schwarze Linie dieses Spektrum, dieses kontinuierliche Spektrum durchbrechen. Ich habe diese schwarzen Linien hier bei diesem Bild viel stärker aufgezeichnet, dass man sie tatsächlich sieht. Newton, der ja das Sonnenlicht zum ersten Mal durch ein Prisma geschickt hat, hat zwar das Spektrum erkannt, aber er hat diese schwarzen Linien nicht gesehen. Er hat sie nicht gesehen. Erst ein deutscher Optiker am Beginn des 19. Jahrhunderts, Josef von Fraunhofer, hatte zum ersten Mal diese schönen schwarzen Linien erkannt. Man nennt sie die Fraunhoferschen Linien des Spektrums und er hat sie genau registriert, aber er hat nicht verstanden, wie sie entstehen. Sie waren einfach da, er hat etwas gesehen, das Newton nicht gesehen hatte, aber er wusste nicht, wie es zustande kommt. Erst später ist man auf die Idee gekommen, dass die Sonne als strahlender schwarzer Körper umgeben ist von Gasen. Und diese Gase selbst werden durch das Sonnenlicht angeregt, strahlen selbst, aber ihr Licht geht dann vielleicht nicht mehr in Richtung Erde, sondern irgendwo anders hin. Und sozusagen das Licht, das diese Gase von der Sonne aufgenommen haben, gleichsam absorbiert haben, weggenommen haben, das wird dann nicht mehr an die Erde hinübergesendet. Und daher kommen diese schwarzen Linien zustande. Das heißt, wenn wir ein verdünntes Gas zum Strahlen bringen, wie zum Beispiel das Wasserstoffgas, das ist das einfachste und leichteste Gas, das die Natur uns bietet, dieses Wasserstoffgas zum Strahlen bringen, dann werden dieses Licht des Wasserstoffgases nicht mehr in einem kontinuierlichen Spektrum sich zerlegen lassen, sondern dann entsteht einfach hier ein sogenanntes Linienspektrum. Und die Linien sind sind feiner und dünner, je verdünnter das Gas ist. Also es muss ein ganz verdünntes Gas sein, elektrisch erregt und das Ganze durch ein Prisma oder eigentlich machen es die Physiker durch ein sogenanntes Gitter in die Spektralfarben zerlegt, erhalten sie genau diese Spektrallinien. Bei anderen Gasen sind die Spektrallinien anders gelagert. Das gab den Anlass Mitte des 19. Jahrhunderts, für einen Chemiker und einen Physiker, diese Gase, diese Spektren der Gase zu untersuchen. Der eine war Robert Bunsen und sein Kollege Gustav Kirchhoff, die diese Spektrallinien genau vermessen hatten, untersucht hatten. Sie hatten damit auch sogar Elemente entdeckt, die man vorher noch gar nicht gekannt hatte, anhand einfach dieser Spektrallinien. Ein ganz spezielles Element war das, dass sie Helium genannt hatten. Helios ist ja der Sonnengott, weil sie es auf der Erde nicht gefunden hatten. Das gab es auch offensichtlich nur auf der Sonne. Erst später hat man dann Helium in Lavagesteinen auf der Erde entdeckt. Und wie diese Spektralien zustande kamen, das war völlig unklar. Man kannte sie, aber man wusste nicht, wie sie zustande kommen. Das war ein Riesenrätsel und dieses Riesenrätsel wurde zum Teil ja eigentlich vollkommen gelöst von einem Rechenlehrer. Er war wirklich ein Gymnasiallehrer in einem Schweizer Mädchengymnasium, Johann Jakob Balmer, damals schon etwa 60 Jahre alt. Der hatte tatsächlich das Rätsel der Spektrallinien des Wasserstoffs gelöst. Und diese Geschichte, die Johann Jakob Balmer da uns geschenkt hat, diese Geschichte, die möchte ich Ihnen erzählen. Also wir haben hier diese Spektrallinien des Wasserstoffs und Balmer hat erfahren, da ist das rote Licht mit 1.523.310 als Wellenzahl, das türkise Licht mit 2.056.510, das blaue Licht mit 2.303.240, das Indigo-Licht 2.437.290 und das violette Licht mit 2.518.130. Dabei, das muss ich Ihnen ehrlich gesagt mitteilen, die Nullen am Ende immer, die sind eigentlich aus Peinlichkeit hingeschrieben. So genau konnte man einfach nicht messen. Man wusste nicht genau, wie es ist. Also man hat etwa auf 5 Stellen genau messen können. Was für eine physikalische Messung, ohne die schon extrem genau ist. Also zum Beispiel beim roten Licht 1, 5, 2, 3, 3, das stimmt schon ganz gut. Der Einser hinten, der wackelt und die Null ist einfach nur aus Peinlichkeit hingeschrieben. Und das ist bei den anderen Zahlen auch so. Also es ist nicht ganz genau, aber wirklich eine exakte, genaue Messung. Und Balmer hat erklärt,
wie diese Zahlen zustande kommen. Die Physiker wussten es nämlich nicht. Die hatten sich Gedanken gemacht zu Modellen mit schwingenden Membranen, schwingende Luftsäulen, schwingende irgendwelche Geräte, aber das hat alles nicht gepasst. Man ist nie auf das Gesetz gekommen, wie diese Zahlen entstehen. Und Balmer war ja ein Mathematiker, war kein Physiker, war eigentlich nur ein Geometer. Nur ein Schullehrer eigentlich. Aber der hat sich einfach gesagt, ja, wenn ich also keine Physik beherrsche, dann nehme ich mir einfach die Zahlen so, wie sie sind und rechne mit ihnen. Das ist das, was er getan hat. Er hat einfach nur gerechnet. Er hat genommen die Zahl 2.056.410, also die Zahl des Türkisenlichtes, und dividiert durch die Zahl 1.523.310 des roten Lichtes. Und die beiden hat er durcheinander dividiert. Und bei der Division bekommt er heraus 1,519962. Und dieses 9962, da hat er sich gedacht, da ist doch das könnte doch sein, dass man da aufrunden muss. Dass da doch nicht 1,319962 rauskommt, sondern 1,35. Was war das für eine vorherige Zahl? 1,34, Entschuldigung. Es stand vorher 1,349962 und er sagt sich, das 1,349962, das runde ich auf 1,35. Und 1,35, das ist doch 135 Hundertstel. Und 135 Hundertstel, ja, das kann ich ja kürzen. Das kann ich ja kürzen durch 5. Das kann ich kürzen durch 5. Und 135 Hundertstel gekürzt durch 5, das ist 27. Also sagt er sich, das Verhältnis der türkisen Wellenzahl 2.056.410 durch die rote Wellenzahl 1.523.310 ist nicht dieses ungefähr 1,349962, sondern das ist ja die Messunggenauigkeit. Vielleicht ist es ganz genau 1,35, also ganz genau 27 durch 3. Das ist eigentlich die richtige Zahl. Und jetzt geht er weiter vor. Genauso macht es mit der blauen Wellenzahl. 2.303.340 dividiert er wieder durch die rote, 1.523.310 und erhält als Ergebnis 1,511997. Na, das 997, das ist doch offensichtlich etwas, wo man aufrunden muss. Da muss man doch aufrunden. Das ist doch wirklich höchstwahrscheinlich 1,512. Und Balmer sagt sich, das 1,512, das ist der wirkliche genaue Wert. Das ist der wirkliche genaue Wert. Und 1,512, das ist doch 1512.000. Und 1512.000, das kann man ja kürzen. Das kann man ja kürzen durch 8. Und wenn man das durch 8 kürzt, bekommt man bei 1125 und bei 1512, nicht? Aus 1600, das ist dann 200 und 512, ja, das ist dann 11 weniger, das ist dann 189,125. Also ist das wahre Verhältnis 189 dividiert durch 125. Das ist der exakte Wert, so denkt es sich Balmer. Er probiert es jetzt bei der nächsten Zahl. Bei der Zahl des Indigo-Lichtes. 2.437.290 wieder durch das Rote, 1.523.310 und bekommt 1,599996. Na, das brüllt ja direkt danach. Das brüllt ja danach, dass man sagt, das muss doch an sich nur eine Näherung des exakten Wertes 1,6 sein. Und 1,6, das ist doch 16 Zehntel. Und 16 Zehntel, das kann man wieder kürzen durch 2. Das ist doch 8 durch 5. Also sagt es sich, hier kommt heraus eigentlich das richtige Verhältnis 8 dividiert durch 5. Und Balmer hat das Gefühl, jetzt ist er auf dem richtigen Weg. Er ist auf einem Gesetz auf der Spur, dass diese einfachen Zahlen 27 durch 20, 189 durch 125, 8 durch 5 herausbringen sollte. Er probiert jetzt bei der letzten 2.518.130, dividiert durch 1.523.310 und bekommt heraus bei der Division 1,653064. Das ist doch ein bisschen dumm.
Das ist nicht etwas, wo man sofort sieht, wenn man das aufrunden oder abrunden könnte. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, den der Wissenschaft man sich immer merken muss, man darf nicht aufgeben. Man darf nicht aufgeben, weil man sagt sich, da steckt doch etwas dahinter. Ich muss einfach weiterrechnen. Ich muss weiterrechnen. Ich muss auch da hier eine geschickte Größe herausbekommen. Und er hatte tatsächlich eine Methode des Dividierens, die eigentlich schon Pythagoras, also 500 vor Christus, entdeckt hatte. Und die möchte ich Ihnen vorzeigen, wie er da auch hier auf ein schönes Verhältnis kommt. Er sagt sich, ich rechne jetzt weiter. Wieder weiter vor. Er sagt sich zunächst einmal, die beiden Nullen an den Enden der Dividenden und des Dividus kann ich ja weglassen. Also anstatt, dass ich 2.518.130 durch 1.523.310 dividiere ich 251.813 durch 152.331. Und wenn ich mir das so anschaue, sage ich mir, na gut, das ist 150.000 in etwa 300.000, das geht etwa zweimal. Ungefähr zweimal. Aber natürlich, wenn man zweimal 152.331 nimmt, dann kommt mehr heraus als 251.813. Da muss ich sozusagen das, was mehr herauskommt, abziehen. Das sind 52.849, kommt zu viel heraus. Also die erste Division, 251.813, dividiert durch 152.831, ist eigentlich 2 minus 52.849 dividiert durch 152.331. Und natürlich, 52.849 durch 152.331 können Sie nicht dividieren. Aber, und das ist der Trick des Pythagoras, Balmer sagt, umgekehrt kann man es schon. Ich kann 152.331 durch 52.849 dividieren. Das geht ja. Das geht ja, ganzzahlig ungefähr dreimal, nicht dreimal 50.000 ist 150.000, also etwa dreimal, aber es wird etwas zu viel sein. Dreimal 52.849 ist ein bisschen mehr als 152.331, es ist um 6.216 zu viel, also minus 6.216 durch 52.849. Das ist diese Division. Und 6.216 durch 52.849, das kann man nicht dividieren. Aber, wiederum Pythagoras, umgekehrt kann man es sehr wohl. Sie können dividieren 52.849 durch 6.216. Das geht sehr wohl. Nicht? 6.000 geht in 54.000. geht es neunmal, also neunmal ungefähr, ein bisschen ist zu viel. Ja, neunmal und das 3095 ist es zu viel. Also 52.849 durch 6.216 ist gleich 9 minus 3095 durch 6.216. Und 3095 durch 6.216 kann man nicht dividieren, aber Pythagoras, umgekehrt geht es schon. 6.216 durch 3095 ist ungefähr zweimal. Also 3095 durch 6216 ist ungefähr dasselbe wie 1 zu 2. Also das ersetzt jetzt 1 zu 2. Das ist gar nicht so schlecht. Also statt 3095 durch 6216 schreibt er 1 durch 2 und sagt sich, in dieser Zeile darüber steht eigentlich nichts anderes als 9 minus 1 durch 2. 9 minus 1 durch 2. Ja. 9, das sind 18 halbe, weniger einem halben, das sind 17 halbe, das ist 17 durch 2. Also sagt sich Balmer, statt 52.849 durch 6.216 könnte ich ja schreiben 17 durch 2. Und das Umgekehrte, 6.216 durch 52.849, das schreibe ich als 2 durch 17. Das ist doch 2 durch 17. Und das ist dann 3 minus 2 durch 17. Nun ja, 3 mal 17, das ist ja 51, 51 Siebzehntel, weniger 2 Siebzehntel, das ist 49 Siebzehntel. Also da steht hier 49 Siebzehntel. Also statt 152.331 durch 52.849 habe ich nur zu schreiben 49 durch 17. Also in der ersten Divisionszeile darüber 52.849 durch 152.331, das kann ich ersetzen durch 17 durch 49.
Also steht in der ersten Divisionszeile eher genauer 2 minus 17 durch 49. Und wie viel ist das? Nur 2 mal 49, 2 mal 50 ist 100, 2 mal 49, das ist 98, 98 weniger 17, das ist 81. Dann habe ich 81 durch 49. Also ist die obige Division 251.813 dividiert durch 152.331 eigentlich zu ersetzen durch 81 durch 49. Und schauen Sie, 81 durch 49 ergibt, wenn man dividiert, 1,653061. Und oben hatten wir 1,653064. Also wir haben es. Wir haben es. Wir haben es gefunden. Wir wissen, dass bei der letzten Division es in Wirklichkeit handelt um 81 dividiert durch 49. Also jetzt hat Palmer schon gefunden, ein unglaublich interessantes Gesetz. Also, das rote Licht, das sind die 1.523.310 als Wellenzahl. Und das türkise Licht, das ist 27 Zwanzigstel davon. 27 Zwanzigstel ist der genaue Wert. Und das blaue Licht, das ist 189,125. 189 durch 125, das ist der genaue Wert. Und das Indigo-Licht, das ist 8 durch 5 davon. 8 durch 5 ist der genaue Wert. Und das violette Licht, das ist 81 durch 49 davon. 81 durch 49, das ist der genaue Wert. So. Jetzt hat er aber nur noch mehr die eine Zahl, 1.523.310 vor sich, die noch irgendwie unklar ist, aber auf die er alles bezogen hatte. Und auch die bekam Palmer durch eine geschickte Manipulation weg. Und zwar hat er sich Folgendes gedacht. Er schaut sich einmal an 20. 20 ist 5 mal 4. Und 4 ist eine Quadratzahl. Aha, 20 ist 5 mal 4 und 4 ist eine Quadratzahl. Den nächsten Nenner, 125. 125 ist 5 mal 25. Das ist 5 mal 5 Quadrat. Ja? Also 5 wiederum mal eine Quadratzahl. Und der nächste Nenner, das ist 5. Ja, 5 ist einfach 5 mal 1. Und 1 ist auch eine Quadratzahl. Also 5, ja, 5. Und dann der letzte Nenner, da ist 49. 49, das ist wieder eine Quadratzahl, 7 Quadrat. Aha. Und jetzt wird Palmer ein bisschen zahlenmystisch. Er schaut sich das an und er sagt sich. Also der Fünfer, bis auf das letzte Verhältnis, kommt überall ein Fünfer vor. Den Fünfer, den könnte ich ja versuchen, irgendwie wegzubekommen. Den Fünfer wegbekommen. Und dann, beim vorletzten Verhältnis, habe ich ja vorher noch 5 Quadrat gehabt, ganz zum Schluss 7 Quadrat gehabt, da fehlt 6 Quadrat. Da fehlt eigentlich 36. Da fehlt 6 Quadrat, während da oben steht ein Fünfer dazu. Das heißt, Palmer kommt auf die Idee, natürlich, die 1.523.310, das war ja die Wellenzahl des Wasserstoffs gemessen auf 1 Meter. Aber 1 Meter, das ist ja für Wasserstoff völlig uninteressant, dass ein Meter gerade so lang ist, wie er eben lang ist. Ein Meter ist bestimmt worden vor Urzeiten bei der französischen Nationalversammlung einmal, dass man gesagt hat, wir wollten ein Längenmaß haben, das von der Erde aus gemessen wird, nicht eine Elle oder ein Fuß oder ein Yard oder sowas ähnliches, sondern ein Meter, das ist ein 10 Millionstel des Erdquadranten, hat man damals festgelegt. Von jenem halben Meridian, der vom Nordpol natürlich durch Paris musste auf jeden Fall gehen, bis zum Äquator reicht. Und ein 10 Millionstel davon, das soll ein Meter sein. Aber der Wasserstoff kennt ja den Meter nicht als Maß. Also deshalb ist das so eine krumme Zahl, weil es auf Meter bezogen ist, das mit Wasserstoff ja überhaupt nichts zu tun hat. Nein, 5 und 36, das sind die interessanten Zahlen. 5 zu viel, 36 zu wenig. Daher gibt er dem Wasserstoff 5 durch 36 anstatt dieser 1.523.310 als das richtige Verhältnis. 5 durch 36. Und auf das muss er jetzt dann alle anderen Zahlen wieder beziehen. Also beim Wasserstoff steht 5 durch 36. Also beim roten Licht steht 5 durch 36. Beim roten Licht 5 durch 36 und beim türkisen Licht. Dann müssen wir jetzt 27 Zwanzigstel mit 5 durch 36 multiplizieren. Das ist sehr bequem.
Denn sehen Sie, 20 und 5, also die beiden, die kann man kürzen, dann bleibt also 4 im Nenner. Und 36 und 27, da kann man ja durch 9 kürzen. Da bekommt man ein wunderbares Verhältnis, nämlich von 3 durch 16 heraus. Ja? 27 durch 9 ist 3. Und dann 20 bleibt der 4 Rest und bei 36 bleibt auch noch 4 Rest, also 3 durch 16. Aha. Dann 189 durch 125 beim blauen Licht, wiederum mit 5 durch 36 multipliziert. Wiederum können wir 5 kürzen, da bleibt 25 im Nenner. Und 189 und 36, das können wir garantiert kürzen durch 9. Das können wir doch garantiert durch 9 kürzen. Da bleibt uns 21 durch 100 als Verhältnis übrig. 21 durch 100, das ist für das blaue Licht. Und für das violette Licht, wiederum mit 5 durch 36 multipliziert. Der 5 ist sofort weggekürzt. Und 8 und 36, ja, das kann man glattwegs durch 4 kürzen. Da bleiben uns ja nur 2 durch 9 übrig. 2 durch 9. Und bei 81 und 49 mit 5 durch 36 multipliziert, ja, da kann man durch 5 nicht kürzen, das gebe ich schon gerne zu. Aber 86 und, 36 und 81, die beiden können wir locker durch 9 kürzen. Und es bleiben uns dann übrig, 45 durch 196. Also das sind jetzt die Zahlen. Bei Rot 5 durch 36, bei Grün 3 durch 16, bei Blau 21 durch 100, bei Indigo 2 durch 9 und bei Violett 45 durch 196. Was für schöne Zahlen im Vergleich zu denen, die damals als Messergebnis herausgekommen sind. Denn 36, 36 ist das 6 Quadrat. Ja? Und 16, ja 16, das ist doch 4 Quadrat. Und 100, 100, das ist doch 10 Quadrat. Und 9, 9, das ist doch 3 Quadrat. Und 196, das ist 14 Quadrat. Also den Nenner 36, 16, 100, 9 und 196 sind ja lauter Quadratzahlen. Unglaublich. 36 ist 6 Quadrat. Ah, da kommt 4 Quadrat. Da kommt 10 Quadrat. Aha, da kommt 3 Quadrat. Und da kommt 14 Quadrat. Schöner wäre es ja, sagt sich Palmer. Schöner wäre es ja, wenn käme 6 Quadrat, 8 Quadrat, 10 Quadrat, 12 Quadrat, 14 Quadrat. Ja, das lässt sich machen. Das lässt sich machen. Da müssen wir ja nur 16 erweitern, damit wir dann auf 8 Quadrat kommen. Das ist 64, müssen wir nur mit 4 erweitern. Und bei 9, da müssen wir schauen, dass wir, dass wir da 12 Quadrat bekommen. Da müssen wir ja nur mit 16 erweitern. Also haben wir hier 3 durch 16, 12 durch 64, das ist nur erweitert, damit wir hier 8 Quadrat stehen haben. Und da haben wir 32 durch 144, das haben wir erweitert, damit wir hier 12 Quadrat im Nenner haben. Also das sind die tatsächlichen Werte. 5 durch 36 für Rot, für Türkis 12 durch 64, für Blau 21 durch 100. Für Indigo 32 durch 144 und für Violett 45 durch 196. Das ist das Gesetz. Und die Nenner sind die Quadratzahlen. Eigentlich steht beim Roten 5 dividiert durch 9 mal 4. 5 dividiert durch 9 mal 4. Und beim Türkisen steht 12 dividiert durch 16 mal 4. Denn 64 ist 16 mal 4. Und beim Blauen steht 21 dividiert durch 25 mal 4. 100 ist ja 25 mal 4. Und beim Indigo steht 32 durch 36 mal 4. Denn 144 ist 36 mal 4. Und bei Violett steht 45 durch 196. Das ist 45 durch 49 mal 4. 196 ist 49 mal 4. Jetzt hat Palmer gesehen, welches Geheimnis in den Nennern steckt von diesen Farben. 9 mal 4, 16 mal 4, 25 mal 4, 36 mal 4, 49 mal 4. Schon allein die Ästhetik überzeugt, er muss auf dem richtigen Weg sein. Jetzt hat er gesehen, er ist ganz bestimmt auf dem richtigen Weg. Denn schauen Sie sich die Zähler an.
Hier steht oben 5 dividiert durch 9 mal 4 und 5, das ist doch 9 minus 4. Also steht hier beim roten Licht 9 minus 4 dividiert durch 9 mal 4. 12 dividiert durch 16 mal 4 beim türkisen Licht und 12, das ist doch 16 minus 4. Also steht hier 16 minus 4 dividiert durch 16 mal 4. Und beim blauen Licht 25 mal 4 und 21, das ist doch 25 minus 4. Also steht hier 25 minus 4 dividiert durch 25 mal 4. Und 32, das ist doch 36 minus 4. Also statt 32 dividiert durch 36 mal 4, schreibt 36 minus 4 dividiert durch 36 mal 4. Und unglaublicherweise, auch beim Violetten stimmt es, denn 45 ist ja nichts anderes als 49 minus 4. Und 49 minus 4 dividiert durch 49 mal 4, das ist sozusagen auf eine eigenartige Konstante abgesehen, die mit dem Meter zu tun hat, ist das die Wellenzahl des violetten Lichtes. Also das ist das Gesetz der Wellenzahl. Und Sie haben sich vielleicht noch erinnert an diese unglaublich krummen Größen, die man da herausbekommen hat, 1.500.000 irgendwas und so weiter. Und jetzt diese schönen Werte. Und da sehen Sie, wie plötzlich die Natur wie einen Schleier ihr Geheimnis sie enthüllen lässt. Sie müssen den Schleier nur wegnehmen, sie, wie beim verschleierten Bildnis von Seis. Jetzt sehen Sie plötzlich die Wahrheit. Die Wahrheit hinter dem Licht des Wasserstoffs. Eine unfassbare Entdeckung. Also eigentlich ist es Quadratzahl minus Quadratzahl, n Quadrat minus m Quadrat, dividiert durch Quadratzahl mal Quadratzahl, n Quadrat mal m Quadrat. Wobei das m ist immer 2. Und beim Roten ist das n 3, also Sie haben 3 Quadrat minus 2 Quadrat, dividiert durch 3 Quadrat mal 2 Quadrat. Und beim Türkisen haben Sie n ist 4 und m ist 2. Ja, 16 ist 4 Quadrat und 4 ist 2 Quadrat. Dann beim Blauen haben Sie n ist 5 und m ist 2. 25 minus 4 durch 25 mal 4. Beim Indigo-Licht haben Sie n ist 6 und m ist 2. Und beim Violetten haben Sie n ist 7 und m ist 2. Das ist also das Gesetz, das Balmer gefunden hat. N Quadrat minus m Quadrat dividiert durch n Quadrat mal m Quadrat. So strahlt der Wasserstoff, wenn m 2 ist und n die Zahlen 3, 4, 5, 6, 7 bis und so weiter. Und nachdem Balmer 1885 dieses Gesetz entdeckt hatte und veröffentlicht hatte, hatten sich die Physiker gefragt, ja, was ist, wenn m gleich 1 ist? Gibt es dann auch ein Licht, wenn m 1 ist und n 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter ist? Und es zeigte sich, dann gibt es auch Spektrallinien, allerdings liegen die im sogenannten Infraroten. Das sind also keine Farben, die das Auge mehr sieht, aber es sind tatsächlich Spektrallinien des Wasserstoffs, die man auch messen konnte. Und was ist, wenn m gleich 3 ist oder wenn m gleich 4 ist und n immer die nächstgrößeren natürlichen Zahlen dasteht, also wenn m 3 ist, ist n 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter und wenn m 4 ist, ist n 5, 6, 7, 8, 9 und 10 und so weiter. Und auch diese Spektralien hat man tatsächlich festgestellt, sie sind im ultravioletten Bereich. Aber im sichtbaren Bereich, da ist eben das M2, aber das Gesetz selbst, das stimmt immer. Dies ist Balmers Gesetz gewesen. Kein Physiker hat die leiseste Idee gehabt, wie dieses Gesetz überhaupt zustande kommt. Aber es stimmt. Der Wasserstoff hält sich wirklich ganz genau an dieses Gesetz. Wenn man geschickt ist, kann man sagen, ich kann den Bruch zerbrechen. Ich kann n Quadrat durch n Quadrat mal m Quadrat minus m Quadrat durch n Quadrat mal m Quadrat schreiben und dann kann ich kürzen. Dann habe ich 1 durch m Quadrat minus 1 durch m Quadrat. Das ist vielleicht sogar noch schöner. Und dieser Blick auf das Wasserstoffatom, den hat dann Niels Bohr dazu geführt, zu sagen, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Das Wasserstoffatom, das hat in sich Energiestufen. Diese Energiestufen werden charakterisiert durch die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, durch N und M, durch diese Zahlen. Und wenn das Wasserstoffatom sozusagen das Elektron darin von einer Energiestufe zur anderen springt, dann wird die Differenz dieser beiden Energiestufen, die gekennzeichnet sind, durch 1 durch das Quadrat der jeweiligen Zahl, sogenannten Hauptquantenzahl, dann wird die Differenz
die Energie darstellen, mit der dieses Wasserstoffatom sein Licht abstrahlt. Also das ist aber erst 1913 entdeckt worden. Sie müssen sich vorstellen, 1885 ist das Gesetz gefunden worden und 1913 hat Niels Bohr es dann zum ersten Mal interpretiert und zum ersten Mal gesehen, was da vielleicht, also geheimnisvoll dahinter steckt. Wie das Elektron im Wasserstoffatom sich wirklich aufhält, das ist alles ein großes Rätsel. Das Einzige, was wir wissen, ist dieses Gesetz, dass das stimmt. Bohr selbst war damals, als er das entdeckt hatte, 1913, ein Schüler von Rutherford, er war vorher bei J.J. Thomson, wo er sich nicht gut gefühlt hatte. Und dann ist er zu Rutherford gekommen. Rutherford hatte ein Atommodell entwickelt, wo Elektronen um einen Kern herumkreisen, wie Planeten um eine Sonne. Aber jeder wusste, so kann es nicht sein. Und Bohr selbst hat auch an diesem Modell herumgearbeitet. Aber dann plötzlich hat er entdeckt, dieses Gesetz von Balmer, und hat tatsächlich gesagt, sobald ich Balmers Formel sah, war alles klar. Die ganze Quantentheorie ist dadurch entstanden. Die ganze Theorie, mit der Sie den modernen Blick auf die Materie sich aneignen können, all das, was jetzt notwendig ist, um Laser zu verstehen, um kleine Quanteneffekte zu verstehen, in die auch in Chips wesentlich dafür sorgen, dass die Elektronen sich anständig verhalten, all das ist wesentlich damals im Jahre 1913 von Bohr entdeckt worden, aber aufgrund der Balmerschen Formel, und das ist meine These, die Balmersche Formel ist eigentlich, wenn Sie so wollen, der Grundstein der Quantentheorie gewesen, denn es gibt kein Modell, es gab nur die Mathematik, eigentlich nur dividieren. Man brauchte nur ein bisschen zu dividieren und geschickt mit Zahlen umzugehen, und man hatte schon herausgefunden, wie das Wasserstoffatom strahlt und welche Farben es liefert. Also die Zahlen haben eigentlich die Farben geschaffen. Und genau das ist das, was ich Ihnen hier in diesem Vortrag erzählen wollte. Vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Professor Taschner, für diesen hochspannenden Vortrag über die Physik. Ich habe mich sehr in meine Anfängerphysikvorlesungen zurückversetzt, wo ich auch das Ganze einmal in Grundzügen durchgedacht habe und natürlich später noch tiefer einsteigen durfte. Ich würde gerne einmal rumfragen, ob es denn schon Fragen aus dem Publikum gibt. Schauen wir mal. Question and Answers, gibt es da etwas? Hier bei den Panelists jemand dabei, der Fragen hat? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich mal erst einmal mit der ersten Frage anfangen. Wir haben ja mit der Balmer-Serie jetzt angefangen. Ist dem Herrn Balmer da dann schon aufgefallen, mit diesem n gleich 2, dass er sich gefragt hat, in welche Richtung geht das denn mit dem n gleich 1? Weil wenn ich mich an meine Physikvorlesung erinnere, gibt es natürlich auch noch andere berühmte Serien, dass man da dann in die richtige Richtung geschlossen hat. Ja, er hat dann sich vorgeschlagen, dass man das so in diese Richtung untersuchen sollte. Das haben die Physiker auch dann wirklich gemacht. Es ist dann sozusagen lawinenartig gekommen, dass sie entdeckt hatten, das stimmt. Und dann haben sie auch noch festgestellt, es ist nicht nur beim Wasserstoffatom, eine ähnliche Formel gibt es auch bei den anderen Atomen, ja, die dann auch etwas komplizierter werden. Die sind dann nicht mehr so leicht zu durchblicken. Aber die Spektrallinien sind eigentlich dann also genau analysiert worden, nachdem man Balmers Formel in der Hand hatte. Und da trudeln dann auch die nächsten Fragen rein. Sebastian fragt, wie hängen die irrationalen Zahlen mit dem Pythagoras-Verfahren zusammen? Die irrationalen Zahlen. Ja, so schreibt er das. Ja, das ist richtig. Pythagoras hat dann mit seinem Verfahren entdeckt, dass es irrationale Größen gibt. Wenn man nämlich bei der Wurzel 2 dieses Verfahren anwendet, dass man versucht, Wurzel 2 darzustellen durch Brüche in dieser Art und Weise, wie ich es da vorgeführt hatte, bei dieser letzten Division, wo man dann immer umgedreht hat. Man nennt das die prostaphäretische Methode. Prostes ist die Vorsteherdrüse, Prostata, und Haferes ist die Wegnahme, Hinzunahme und Wegnahme. Also mit dieser Methode hat er versucht, Wurzel 2 als rationale Zahl darzustellen und hat festgestellt, bei diesem Divisionsprozess bei Wurzel 2 kommt es zu keinem Ende. Das geht ins Unendliche hinein. Und dieses Hinabdriften ins Unendliche, das war dann die Entdeckung des Irrationalen. Höchstwahrscheinlich ist das sogar schon Pythagoras gelungen. Das ist richtig. Aber Gott sei Dank, das ist nicht Physik, das ist Mathematik, das verstehe ich etwas besser.
Ja, ich muss ja gestehen, mir geht es genau andersrum. Miguel fragt, können Sie etwas zu der Feinstrukturkonstante Alpha 1 durch 137 sagen? Diese Zahl ist natürlich auch als Bruch, dass man eine Naturkonstante so schreiben kann, recht verdächtig. Ja, das war Eddington, der geglaubt hat, es ist wirklich exakt 1 durch 137. Und er hat versucht, irgendwo in der Natur 137 zu finden und ist wie Palmer vorgegangen, ein bisschen zahlenmystisch. Palmer war ja tatsächlich zahlenmystiger. Aber Palmer hat Glück gehabt und Eddington hat Pech gehabt. Und in Wirklichkeit ist es ja nicht 1 durch 137, sondern 1 durch 136,9 irgendetwas. Und dann kommen irgendwelche schrecklichen Kommastellen heraus. Und es ist leider dann doch kein Bruch mit einer natürlichen Zahl, das nennen. Leider nicht, leider nicht. Vielleicht ist es nicht einmal eine Konstante, was wissen wir? Die Physiker, die da in der Kosmologie herumarbeiten, die nehmen vielleicht an, dass das eine variable Größe ist. Und wenn es ja eine variable Größe wäre, würde das Universum sich mit der Zeit immer wieder ändern. Also ich weiß es leider überhaupt nicht. Also einst hat man geglaubt, es ist 1 durch 137, aber nicht einmal der exakte Wert stimmt. Leider nicht. Da ich genau aus diesem Bereich, in diesem Bereich promoviert habe, kann ich Ihnen sagen, dass nicht nur die Astronomen ab und zu danach suchen, dass sich Alpha ändert, sondern auch die Penningfallen-Leute, die hochauflösende Spektroskopie machen, beschäftigen sich auch mit Alpha auf der 13. Nachkommastelle. War ein Schwesterexperiment, an dem ich promoviert habe. David fragt, aber die Bohrsche Theorie konnte ja nur das Wasserstoffatom erklären. Schon bei Helium oder dem Wasserstoffmolekül scheitert sie. Ist sie nicht eher nur ein Anstoß für die Entdeckung der neuartigen Quantenmechanik durch Heisenberg, Schrödinger und Co.? Ja, das ist ganz richtig. Also das Bohrsche Modell hat das Wasserstoffatom recht gut erklären können. Oder sagen wir so, ein Atom mit einem Kern und einem einzigen Elektron konnte man gut erklären. Sobald es also mehrere Elektronen in der Hülle gibt, beginnt das Ganze schon sehr kompliziert zu werden. Sommerfeld hat ja dann versucht, ein bisschen herumzuarbeiten, gleichsam neben den Kreisbahnen, die man da dem Bohrschen Modell angedichtet hatte, noch elliptische Bahnen einzuführen und dann die Größe der Ellipse, das wird dann durch Nebenbandenzahlen irgendwie versucht zu beschreiben. Aber das sind alles sozusagen protoquantentheoretische Ideen gewesen. Und der wirkliche Durchbruch ist ja als Schrödinger-Wirklichkeit gelungen in Zürich, wie er war. Hermann Weyl, der große Mathematiker, hat ihn dabei unterstützt, mathematischerseits, dass er sah, dass da eine sogenannte Eigenwertlösung einer Differentialgleichung zu suchen ist. Und diese Differentialgleichung, die Schrödinger-Gleichung, die galt damals sozusagen als das Experimentierfeld, wo man dann die nicht-relativistische Quantentheorie ausgearbeitet hat in einem weiten Feld. Und da wurden also alle möglichen physikalischen Systeme wurden als Schrödinger-Gleichung versucht zu interpretieren. Und das hat sich dann eine Flut von Dissertationen ergeben. Unendlich viele Möglichkeiten, dass man das machen kann. Und dann wurde es, also bis in den 50er Jahren war das also ein reiches Experimentierfeld. Und dann wurde es viel zu kompliziert. Und jetzt ist es, ja, den Festkörperphysikern überlassen, die können diese schweren Rechnungen durchführen, aber so ein einfacher Mathematiker, wie ich bin, der versteht das alles nicht mehr. Ja, ich muss gestehen, ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, welcher große Physiker es war, der in den 1930er Jahren noch einem jungen Physikstudenten davon abgeraten hat, Physik zu studieren, weil es gäbe nur noch ein paar wenige ungelöste Probleme. Danach hätte man die Physik vollständig verstanden. Daher rät er ihm ab, Physik zu studieren. Da gibt es bald nichts mehr zu holen. Das So kann ist, man sich. Entschuldigung, wenn ich das unterbrechen darf. Also diese Geschichte habe ich gehört von Jolly und Planck. Als Planck Physik Ja. studieren wollte, ist er zu Jolly gegangen und Jolly hat gesagt, es gibt nur mehr schwarze Körperstrahlung und so kleine Sachen und man braucht nicht mehr zu machen. Er würde ihm raten, was anderes zu machen. Ja, Aber genau, heute würde ich danke. wirklich jungen Leuten raten, nicht Physik zu studieren, muss ich gestehen. Ja. Ich würde raten, andere Sachen. Also Virologie zum Beispiel ist jetzt sehr in. Echt, ja. Ich muss gestehen, als Physiker kann man aber im Moment auch bei der einen oder anderen Lösung der Weltprobleme mitarbeiten. Sebastian fragt, wissen Sie, wie lange Balmer für seine Überlegungen gebraucht hat? Weiß ich nicht, aber die Tatsache, dass er Lehrer war, war natürlich ein großer Vorteil, verstehen Sie? Vormittags hat er unterrichtet und nachmittags hat er Zeit gehabt, um das zu machen, nicht? Also, und das in der Stille eines schweizerischen Internats, also ganz großartig. Es wäre undenkbar, dass es in der heutigen Wissenschaftsbetrieb irgendwie noch so möglich wäre. Es ist, wie soll ich sagen, eine Geschichte, die heute als Märchen durchgehen würde, nicht? Also ein Einzelner macht das so für sich allein und hat nur das Gefühl, ja, ich bin auf dem richtigen Weg und hat keinerlei Ansprache mit jemand anderem. Ist ganz großartig, eine fantastische Erzählung.
fast so ähnlich wie Kepler auf die Planetengesetze gekommen ist, ist Balmer auf diese Gesetze gekommen. Ich glaube, das sind die beiden wirklichen Meilensteine, wo man sieht, wie die Einzelpersonen ein physikalisches, riesiges Problem einfach wie aus der Mystik heraus beantworten konnten. Großartig. Ja, es erinnert mich ein bisschen dann später in der Mathematik an den Herrn Andrew Wiles, der ja auch an einem recht großen Alleingang ein riesiges Problem gelöst hat. Stellen Sie sich vor, er hätte Pech gehabt. Stellen Sie sich das vor. Keiner hätte ihn gekannt. Ja. Wir haben eine kleine Kontroverse losgetreten. Hannes fragt, warum nicht Physik studieren? Warum würden Sie davon abraten? Ja, ich glaube, das muss ich gestehen, habe ich eigentlich gestohlen vom Viktor Weißkopf, den ich sehr schätze. Ich habe ihn einmal kennengelernt, ein Bohrschüler, Viktor Weißkopf, großer Mann, der stolz war, dass seine Kinder Neurologie und Chemie studiert hatten, also Dinge nicht mehr für die Physik. Ich glaube, das wirklich Spannende der Physik, das ist in den 20er Jahren passiert und jetzt habe ich das Gefühl, es hängt. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht, ich meine, wenn jemand sagt, ich mache es trotzdem und ich werde dann dort, wo es hängt, also die Gravitation mit der, also die Relativitätstheorie, die allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantentheorie in Verbindung zu setzen, also ich bringe das hin. Also ich wünsche ihm gute Reise und sage bravo, aber es könnte durchaus also ein steiniger Weg werden und man findet dann keine Oase und dann verdurstet man. Das kann alles passieren. Also es ist ein gefährliches Studium, wenn man wirklich etwas Großes machen will. Und wenn man was Kleines machen möchte, dann gibt es andere Studien auch. Muss ich gestehen, kenne ich die Diskussion noch aus meinem eigenen Studium. Ich bin ja auch erst vor nicht allzu langer Zeit weg von der Uni gegangen. Den Theoretikern ist dort bewusst, dass sie schon sehr lange keine fundamentale neue Theorie aufgestellt haben. Die letzte, die halt wirklich irgendwie komplett neu waren Einstein, danach kam die Quantenmechanik. Und seitdem fehlt es so an neuen Ansätzen. Das gibt auch den Theoretikern ein bisschen graue Haare. Sebastian fragt, wurden Balmers Veröffentlichungen anfangs ernst genommen oder als Zahlenspielerei abgetan? Na, ich glaube, der Erfolg gab ihm recht. Das war einfach, es hat gestimmt. Ja. Man hat ja dann gleich die Rydberg-Konstante gefunden. Also Rydberg war ein schwedischer Physiker. Das ist die Sache mit dem Meter, nicht? Also wenn ich das auf 5/36 reduziere, dann ist die Frage, und was ist jetzt die entsprechende Längenseinheit? Das wäre dann ungefähr ein 10 Millionstel Meter wäre das. Und das hat mit der Rydberg-Konstante zu tun. Und die hat man dann sofort also entdeckt. Und also die Experimentatoren haben festgestellt, das stimmt so. Und dann war es halt da, nicht? Der Erfolg gab ihm recht. Er hat aber keinen großen Preis bekommen. Ich glaube, er war ja damals schon ein alter Mann. Er hat sich auch sozusagen, das war eine Spielerei für ihn. Also ich meine, es ist das Wunderbarste. Man dilettiert und entdeckt eine Welt. Du kannst gar nichts lernen. Ja, Fritz fragt, welche mathematische Herausforderung stimmt Sie zurzeit selbst enthusiastisch? Mich? Mathematische Herausforderung? Mich? Enthusiastisch stimmt. Also, was begeistert Sie aktuell? Was finden Sie ein besonders spannendes Problem? Wo denken Sie gerne drüber nach? Gibt es aktuell so etwas? Ja, naja, jetzt bin ich schon zu alt, dass ich noch etwas finden könnte in Mathematik. Der große John von Neumann hat gesagt, also bis 30 kann man was finden und dann bleibt man bestenfalls auf dem Niveau, auf dem man ist. Und als John von Neumann 30 geworden ist, hat er dann gesagt, es geht bis 35, aber viel mehr ist nicht drin. Aber was interessant ist, also ich lese ja gerne und ich erzähle ja gerne. Und wenn ich jetzt erzähle, dann muss ich sagen, also was Mathematik jetzt, also wirklich, wo etwas los ist, das ist in der ökonomischen Anwendung der Mathematik. Also die Spieltheorie, das sind schon spannende Dinge, obwohl es von der mathematischen Seite her nichts besonders Aufwendiges ist. Also das ist, also da brauchen Sie keine Banachräume zu kennen, um Spieltheorie zu machen. Aber es ist ein unglaublich interessantes Anwendungsfeld. Also das ist, was John von Neumann eben, der war der Erfinder der Spieltheorie zusammen mit Oskar Morgenstern und dann John Nash, der das Nash-Gleichgewicht entdeckt hatte. Das sind schon Dinge, die also von gewissem Interesse sind. Und die Spieltheorie, die in der Biologie angewendet wird, also ein Kollege von mir, ein väterlicher Freund, der Karl Siegmund, ist ein bedeutender Spieltheoretiker, der die Evolutionstheorie mit spieltheoretischen Methoden betrachtet hatte, sein Schüler Martin Novak, ganz großer Mann in Harvard. Das sind schon interessante Dinge in der Mathematik. In der Physik, glaube ich, hat die Mathematik ihren Dienst geleistet. Also die Physiker können mit der Mathematik, die zur Verfügung steht, also relativ gut umgehen.
Ich weiß nicht, ob man da noch neue mathematische Dinge wird verwenden müssen oder finden müssen, damit man Physik verstehen kann. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es dann doch notwendig, wenn man neue Theorien entwickelt, aber ich weiß es wirklich nicht. Also derzeit, also würde ich sagen, Spieltheorie auf der einen Seite, das ist das Angewandte. Und von der reinen Mathematik, ja, da muss ich gestehen, da bin ich ein Außenseiter. Ich bin ein großer Anhänger eines holländischen Mathematikers Brouwer, der das Unendliche in einer ganz anderen Weise sieht, wie es die normalen Mathematiker betrachten mit ihrer Mengenlehre. Ich bin kein großer Freund der axiomatischen Mengenlehre. Ich bin ein sogenannter Intuitionist. Und das ist eine spannende Sache in der Mathematik, dass man das Kontinuum anders sehen kann, als es die Mengenlehre-Leute sehen. Das ist aber sozusagen ein persönliches Hobby. Da habe ich ein kleines Buch darüber geschrieben, über Kontinuum bis zum Integral. Und das war sozusagen mein letzter mathematischer Stoßseufzer. Und jetzt tue ich nur mehr darüber erzählen. Da kommt dann eine Frage dann auch von mir direkt. Was meinen Sie zum Bereich der Kryptographie? Besonders wenn zum Beispiel Quantencomputer anfangen, der RSA-Verschlüsselung tatsächlich zuzusetzen, dass man sich da etwas Neues einfallen lassen muss. Glauben Sie, dass da noch große Fälle in der Mathematik sind? Da wird schon einiges passieren. Da wird schon einiges passieren. Also wenn der Quantencomputer kommt, dann können Sie mit den Primzahlen, mit denen Sie jetzt arbeiten, nicht mehr viel anders stellen. Ja. Aber dann haben Sie ja die Möglichkeit, vielleicht noch viel größere Primzahlen herauszuholen und dann das Spiel geht einfach weiter. Verstehen Sie? Ich glaube, also wenn man es geschickt machen würde, würde man sich auf das Shannon'sche Theorem beziehen, wonach man also mit One-Time-Pad auf Nummer sicher gehen kann. Also wenn Sie ein One-Time-Pad wirklich zusammenbringen, aber das muss natürlich wirklich gut sein. Dann können Sie auf den Quantenkryptografen sagen, na, wir haben eine Verschlüsselungsmethode, wo er euch die Zähne ausbeißt. Also ja, ich habe ein bisschen einmal darüber nachgedacht, aber ja. Wie finde ich eine Zufallszahl, nicht? Also das ist nicht so ganz einfach. Ja, das Problem kenne ich auch noch. Das würde ich dann jetzt auch als abschließende Frage nehmen. Sie ist auch hübsch philosophisch. Sehen Sie die Mathematik als erfunden oder entdeckt an? Ja, André Weil hat von seiner Sätze gesagt, also diese Sätze habe ich entdeckt und von anderen Sätzen hat er gesagt, ja, diese Sätze habe ich erfunden. Das ist, also er hat das so und la betrachtet. Also ich glaube, das Zählen als solches ist schon eine sehr, wie soll ich sagen, man kann sich schwer vorstellen, dass man anders zählt, als man zählt. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Ich glaube, also gewiss, also Arithmetik ist wohl eine Entdeckung gewesen, ja. Aber gewisse andere Dinge sind einfach erfunden worden. Das ist sicher der Fall. Also es gibt, die erfundenen Sachen sind aber meistens gar nicht so die interessanten. Also Primzahlen sind entdeckt worden. Also die gibt es schon. Also, und dass 65.537 eine Primzahl ist, also das kann man ja schwer finden. Ist einfach so. Ja. Aber es hilft halt nicht viel, außer ein paar ganz primitive Kryptografen, aber 65.537 ist eine kleine Primzahl. Das ist ein größere nehmen. Das stimmt. Ich würde sagen, damit ist auch die Fragerunde zumindest in Zoom vorbei. Gibt es von den Panelists noch Leute, die sich kurz zu Wort melden möchten? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für Ihren tollen Vortrag. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns diesen schönen Vortrag gegeben haben. Es war eine große Freude. Bleiben Sie gesund und ich denke, wir wünschen ein schönes Wochenende und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns mal real beim nächsten Big Tech Day hier in München treffen würden. Ich danke Ihnen und bleiben auch Sie gesund und es war mir eine große Freude und Vergnügen. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Tschüss.